habt dafür Wünsche? Weihnachten ist ja jetzt bald. Urlaub, Weihnachtsurlaub. Urlaub, Gesundheit, nackte Weiber. Nee, was? Nee, das. Ich stelle jetzt nochmal. Hallo Leute, ich bin es, Manni, und ich bin hier, Busfahrer. Hallo Leute, ich bin es, Manni, der Busfahrer, Jens, genau. Es ist Weihnachtszeit, Wetter habe ich auch entsprechend bestellt. Hier, guckt ihr das an, Schnee mitten in der Halle. Das hier, das ist der Bus vom HSV und den habe ich so ein bisschen weihnachtsfest gemacht. Und drinnen warten zwei Spieler auf mir, das ist der Matti Steinmann und der Christoph Moritz. Guck mal, was die da machen. So, hallo Leute, seid ihr schon da? So, da sitzen die zwei, wa? Matti und Chris, so sieht das aus. Alles klar, Jungs? Jo, kann loslegen. Hab ich einen geilen Pulli an oder hab ich einen geilen Pulli an? Oder hab ich einen geilen Pulli an? Ich möchte ihn unbedingt haben. Ja, den kannst du gewinnen, wenn wir machen jetzt ein kleines Quiz und der Bessere kriegt den Pulli, Freunde. So, kennt ihr euch aus mit Lieders, also Weihnachtslieders? Alter Messdiener, deswegen. Ja. Ehrlich, Messdiener gewesen? Absolut. Wunderbar, kommen wir zum ersten Lied. Ab dafür, hier ist es. Tannenbaum. Oh, Tannenbaum, stopp! Ja! Wie schön sind deine Blätter, oder? Ja, sag mal so, wenn du jetzt einen Fehler machst, kriegt er den Punkt. Ja, also, nehmen wir das so? Eingeloggt, ne? Gut, logge ich ein. Wie schön sind deine Blätter? Und? Wie grün sind da? Ah, grün! Die Blätter sind grün, hallo! 1-0 für Chris. Kommen wir zur ersten Frage. Wann, Jans, genau ist der sogenannte Boxing Day? Ja, Chris war ein Tacken eher, ja bitte. Zweiter Weihnachtstag. Das ist welches Datum? 26.12. Sehr gut. Punkt für den jungen Mann da rechts. Wie heißen die Heiligen Drei Könige? Ja. Kaspar, Melchior und Balthasar. Bam. Du hast die Schule geschossen. Ja. Punkt für Chris. Doch, Messdiener. Keine Chance. Man muss ja reimen, ne? Dann muss auf Schnee ja irgendwas anderes. Was reimt sich denn auf Schnee? Das würde mir fast schon reichen. Klee. Klee reimt sich, was ja im Winter total Sinn macht. Was? Schnee liegt auf dem Klee. Die Adventszeit war früher eine kalte Zeit, eine langsame Zeit oder eine Fastenzeit? Eine kalte Zeit, langsame Zeit, Fastenzeit. Kalte Zeit. Kalte Zeit? Jetzt mittlerweile ist es ja sehr warm. Sehr gut für Matti. Kein Punkt. Fastenzeit? Fastenzeit, richtig. Wie viele Nadeln, und ihr habt ja beide wahrscheinlich schon mal durchgezählt, hat so ein durchschnittlicher Tannenbaum? 180.000, 420.000 oder 680.000? 120 dann? Oder 180? 180, richtig, 180. Ganz genau. Ja, deiner wahrscheinlich 120, weil er nicht gegossen wird. Ne? Aber komm, Punkt hier für Matti. Welches Gewürz, Jungs? Ihr hört nicht in Spekulatius. Ist es A, Oregano, B, Kardamom oder C, Koriander? Oregano? Richtig! Der Sieger ist Matti Steinmann! Applaus im Bus hier! So, Jungs, Dankeschön. Yeah, Glückwunsch, Matti. Pullover gibt's später. Und jetzt singen wir noch ein Weihnachtslied. Text habt ihr jetzt drauf. Ab geht da der Peter, bitteschön. Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter. Ha, sind zu schnell. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter. Schön, die Kamera guckt voll. Applaus, frohe Weihnachten hier vom HSV. Tschüss. Tschüss.